jetzt kommen wir zu den Abhängigen. Und die beiden Seiten der Abhängigkeit werden wir jetzt etwas genauer anschauen. Benjamin Wiederkehr, Mitgründer, Mitbegründer und Managing Director von Interactive Things, Entschuldigung, ein ausgewiesener Experte von Interaktionsdesign und seit 10 Jahren in Geschäftsbeziehung mit auch öffentlichen Vergabestellen. Ich lasse dich einfach loslegen. Danke. Gut. Also vielen Dank. Vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank für die Einleitung. Genau, ich berichte gerne aus der Perspektive eines Anbieters und im Hinblick der Abhängigkeit oder Abhängigkeitsreduktion spreche ich hauptsächlich über, wie das durch den Einsatz oder die Beschaffung oder Erschaffung von Open-Source-Software angegangen werden könnte. Wie gesagt, ich bin Geschäftsleiter von Interactive Things. Das ist ein Designbüro für digitale Produkte. Wir arbeiten für private wie auch für öffentliche Organisationen mittlerweile seit 10 Jahren. Genau, mein ursprünglicher Hintergrund fachlich ist beides die Gestaltung und Programmierung von digitalen Produkten und spreche deswegen auch aus dem ganz praktischen Alltag eines Anbieters. Ich verwende immer mal wieder 2 Fallbeispiele aus unserer Arbeit, deswegen die kurz hier vorgestellt. Das eine ist Gutleben in Deutschland, das ist ein digitaler Regierungsbericht über die Lebensqualität in Deutschland, den wir für das Deutsche Bundeskanzleramt haben gestalten und entwickeln können. Der Open-Source-Aspekt hieran ist, dass der gesamte Regierungsbericht mit all seinen Komponenten veröffentlicht wurde als Open-Source-Software, dass die Charting-Bibliothek, also quasi die eingesetzten Visualisierungen, haben danach den Weg in die Publikation Republik, also in ein Journalistenhaus gefunden, ohne unser Zutun. Und dann vom Journalistenhaus wurde die Visualisierungsbibliothek dann weitergetragen in ein Projekt für die Statistikstadt Zürich. Ein zweites Fallbeispiel, über das ich sprechen oder das ich zitieren möchte, ist eine Visualisierungsbibliothek für die Statistikstadt Zürich. Das ist aber eine andere Komponente. Die ist ursprünglich entwickelt worden, um die Generierung von Webvisualisierungen so einfach und effizient für die Statistikstadt Zürich zu machen wie möglich. Und der Open-Source-Gedanke daran ist, nachdem das Projekt als Open-Source veröffentlicht wurde, hat dann die Stadt Zürich selber, also mit interner Kapazität, ein grafisches Benutzeroberfläche, ein GUI, für diese Visualisierungsbibliothek geschaffen, auch wieder ohne unser Zutun, um es auch Laienanwender, Laienanwenderinnen einfach möglich zu machen, solche Webvisualisierungen zu erstellen. Ich möchte einfach kurz einen Schritt zurück machen, die Relevanz, also die Motivation hinter Open Source Software im Allgemeinen. Und als Definition für Open Source Software dient häufig diese Definition hier. Also das ist Software, deren Quellcode unter einer Lizenz veröffentlicht wird von der Inhaber des Urheberrechts. Und diese Lizenz macht es möglich, dass Nutzer den Quellcode einsehen können, studieren können, modifizieren können und auch weiter vertreiben können. Und zwar ohne Diskriminierung betreffend der Nutzerin oder der Nutzen. Und warum sollte man also Open-Source-Software beschaffen? Dazu zitiere ich einfach gern David Wheeler, diese 5 Faktoren, die wichtig sein können in der Beurteilung, ob Open-Source oder Closed-Source beschaffen werden möchte. Popularität, viele Open-Source-Projekte genießen eine sehr hohe Popularität und dadurch eine breite und auch diversifizierte Abstützung in einer breiten Nutzerschaft. Die Verlässlichkeit, Open-Source-Software wird immer wieder in Studien bewiesen, dass sie sicher gleich verlässlich, wenn nicht verlässlicher arbeitet als Closed-Source-Software. Das Gleiche ist mit der Performance, mit der Leistungskraft von Open-Source-Software.
Skalierbarkeit, also Open Source Software bis zu sehr großen Systemen, wie beispielsweise dem Linux Betriebssystem oder aber auch Skalierung im Sinne von auf ganz kleinen Geräten bis zu ganz großen Geräten. Und dann die Sicherheit, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, werden Schwachstellen und Hintertüren sehr viel schneller identifiziert und können dadurch sehr viel schneller behoben werden. Und jetzt, was kann aber die Motivation sein, um Open-Source-Software erschaffen, besonders für eine Behörde? Und das sollte eigentlich auch der Fokus meines heutigen Referates sein. Also was bringt es einer Behörde, eine Individualsoftware zu beschaffen und diese nachher der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen im Sinne von Open-Source-Software? Und einer der wichtigsten Aspekte ist sicher die Wirtschaftlichkeit. Also wenn wir parallele und verwandte Bemühungen konsolidieren können, das heißt kombinieren können, dann gelingt es eigentlich der breiten Gesellschaft, viel effizienter, qualitativ hochwertige Software zu erschaffen. Also wir entfernen Redundanzen, wir nutzen Synergien. Ethische Motivationen. Ich bin nicht hier, um Ethik oder Moral zu predigen. Open Source Software ist ein Geben und ein Nehmen. Grundsätzlich die Nutzung von Open Source Software, da kommen keine Verbindlichkeiten mit sich. Es wäre einfach schön, wenn quasi, wo Open Source Software genutzt wird, auch wieder etwas zurückgegeben wird in die breite Gemeinschaft. Transparenz, Open-Source-Software zu erschaffen, erlaubt es Bürgern einzusehen, welche Technologien werden von unseren Behörden verwendet und wie funktionieren die. Und dies scheint mir vor allem mit steigender Komplexität von Technologie, mit Komplexität von Algorithmen ein sehr wichtiger Aspekt zu sein. Die Partizipation und hier nicht nur die direkte Partizipation an der Software selbst, also das Raisen von Issues oder das Submitten von Pull-Requests sehr auf einem technischen Level, sondern auch die Partizipation im Sinne eines Dialogs, im Sinne eines Austausches darüber, welche Technologie eingesetzt wird und wie diese Technologie funktioniert. Und dann die Positionierung, also sobald eine Behörde, ein Amt oder eine sonstige Organisation Open Source Software zur Verfügung stellt, positioniert sie sich auch in dieser Gemeinschaft als Teilnehmer, als Partner, als Meinungsführer, vielleicht als Vorreiter. Und welche Implikationen hat dies nun auf die ganz praktische Arbeit? Ich verwende ein ähnliches Framework, quasi, wie wir vorhin gerade gehört haben. Ich beginne mit den technischen Auswirkungen. Open Source Software wird häufig als versionisiertes Repositorium angeboten. Das bedeutet, dass man auch zurückverfolgen kann, wie Open Source Software entwickelt wurde. Ein typisches Beispiel einer Plattform, die dies möglich macht, ist GitHub. Das ist eine der populärsten Plattformen heutzutage. Sehr viele der wichtigsten Open Source Software wird auf GitHub entwickelt und veröffentlicht. Es gibt aber auch Alternativen, GitLab oder Bitbucket, die dafür genutzt werden können. Open Source Software will aber auch ausgeliefert werden, also distributed. Und dies macht es möglich, also wenn man Open Source Software in einem sogenannten Register hinterlegt, macht es dies möglich, dass Entwickler die weitere Open Source Software entwickeln und Open Source Software verwenden möchten dazu, diese Open Source Software suchen, finden und integrieren können in ihr System. Und NPM ist nur eines der Beispiele. NPM ist ein solches Register, vor allem für JavaScript-basierte Open-Source-Software. Nun, wenn man Open-Source-Software veröffentlicht, dann macht es sehr viel Sinn und es macht die Open-Source-Software sehr viel zugänglicher, wenn man die Software-Architektur und auch die einzelnen Komponenten der Software ausreichend dokumentiert. Denn hier geht es ja darum, dass man etwas einer neuen Benutzerin zugänglich macht, was ein Entwicklerteam vielleicht über Monate lang entwickelt hat und dadurch eben diese Eigenkompetenz aufgebaut hat, die vielleicht sonst für andere verschlossen wäre. Also es geht darum,
konsistentes Kommentieren des Quellcodes, die Dokumentation der Softwarearchitektur und dann der einzelnen Komponenten selbst. Dazu gehört auch, dass man dokumentiert, wie eine Software installiert werden kann, wie sie weiterentwickelt werden kann und vielleicht, wie sie kompiliert werden kann in ein Softwarepaket, was dann so durch einen Laien installiert, auf dem Computer installiert werden kann. Diese Dokumentation kann beispielsweise direkt im Repositorium der Software selbst geschehen oder auf einer dedizierten Seite oder in einem dedizierten Dokument, wo genau die Prozesse beschrieben werden, die es dann einer Benutzerin einfach möglich macht, die Software zu verwenden, sie zu modifizieren und sie wieder auszuliefern. Zweiter Teil sind die organisatorischen Auswirkungen, die Entwicklung und die Veröffentlichung von Open-Source-Software an uns stellen. Es gibt wichtige Informationen, die eine Benutzerin über ihr Open-Source-Software-Projekt kennen muss, um das Projekt zu evaluieren, das Projekt zu verstehen. Ganz wichtig natürlich die Lizenz, unter welcher diese Software veröffentlicht wird. Typischerweise gehört ein README dazu, was so eine Kurzanleitung ist zu der Software selbst. Es gehört eine Beschreibung der Contributions dazu, also wie jemand einen Beitrag leisten kann zu der Software. Und idealerweise beschreibt man noch einen Code of Conduct, wie in der Gemeinschaft dieses Projekts gearbeitet wird. Zu der Lizenz sage ich gleich noch was, aber kurz als Einstieg zu der README. Es ist wirklich eine einfache Freitextdatei, die oftmals im globalen Verzeichnis der Software abgelegt wird. Und es ist oftmals der erste Berührungspunkt, der eine Benutzerin mit ihrer Software hat. Die sollte umreißen, was die Software tut, weshalb sie nützlich ist, wie man sie einsetzt und wie man sie anwendet. Das Contributing-File beschreibt, wie jemand einen Beitrag leisten kann zu dieser Software. Da wird beschrieben, wie Beiträge angeschaut werden, wie sie evaluiert werden, wie entschieden wird, welche Beiträge in die Software aufgenommen werden und so weiter und so fort. Also ein Contributing-File quasi öffnet Tür und Tor und lädt zu Beiträgen von Drittentwicklern bei. Und dann der Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, wie man sich als Nutzerin in diesem Softwareprojekt zu verhalten hat. Da wird beschrieben, wie kommuniziert und wie kollaboriert wird. Und da wird auch beschrieben, wie verfahren wird, falls jemand den Code of Conduct verletzt. Eine Plattform nun wie GitHub, und ich bin in keiner Weise ein Vertreter von GitHub, aber eine Plattform nun wie GitHub, die unterstützt Entwickler auch dabei, solche Community Best Practices einzuhalten. Wir sehen hier so auf der rechten Seite eine automatisierte Checkliste, die Open Source Software Projekte anschaut, sagt, was noch fehlt, respektive was bereits erfüllt wurde, um diese Best Practices der Open-Source-Entwicklergemeinschaft zu erfüllen. Sobald Software als Open-Source veröffentlicht wird, hat man ja eigentlich Nutzer, Nutzerinnen eingeladen, diese zu nutzen und aber auch da Beiträge zu leisten. Und solche Beiträge, sogenannte Pull-Requests oder Problem- und Fehlermeldungen, sogenannte Issues, die werden auf solchen Plattformen verwaltet. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Aufmerksamkeit, dazu braucht es aber auch Rollen und Verantwortlichkeiten. Und für jedes Open-Source-Software-Projekt sind die Aspekte vor der Veröffentlichung genau zu definieren. Und auch die beste Dokumentation, die schützt, respektive hilft nicht allen Nutzern, allen Nutzerinnen, ohne Fragen mit einer Software umzugehen. Das heißt, es lässt sich nicht vermeiden, dass auch Anfragen oder Anregungen direkt an die Anbieterschaft kommen. Und auch hierfür wieder ist Zeit einzuplanen, ist oftmals Budget einzuplanen und ist klar die Rolle und Verantwortlichkeit zu definieren. Zu den rechtlichen Auswirkungen, da nehme ich mich etwas zurück. Es gibt heute Nachmittag eine Session, die heißt Ask a Lawyer. Please ask the lawyer.
Vielleicht von meiner Seite einfach so viel dazu. Damit eine Software Open Source ist, braucht es tatsächlich eine entsprechende Lizenz. Es gibt unterschiedliche Lizenzen. Es gibt eine Handvoll sehr populärer und dann ein sogenannter Longtail von eher etwas obskureren Lizenzen. Und ein guter Startpunkt, um sich darüber zu informieren, ist Choose a License. Da wird in einfachem Deutsch oder eben halt in Plain English die einzelnen oder die populärsten Lizenzen beschrieben und anhand von einem Fragebogen kann man zu seiner Ideallizenz kommen und die Lizenzen werden dann in normalem Text abgebildet und es wird auch aufgelistet, was ein Benutzer unter einer gewissen Lizenz darf und was man nicht darf. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den ich unbedingt anmerken möchte, ist, viel Open-Source-Software basiert und verwendet, respektive integriert bestehende Open-Source-Software. Im Fall von der SSZ-Visualisierungsbibliothek sind das 984 unterschiedliche Softwarekomponenten, die in der Software drinstecken. Und die werden alle unter unterschiedlichen Lizenzen veröffentlicht. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass ein Open-Source-Software-Projekt, was als Individualsoftware entwickelt wird, die Lizenz betrifft nur den projektspezifischen Source-Code, lässt aber die unterschiedlichsten Lizenzen der integrierten Komponente komplett intakt. So, als Abschluss, respektive als Empfehlung von meiner Seite, ein kleiner Spickzettel für Ihr nächstes Open-Source-Projekt. Es gibt diese Aufgaben, Open-Source-Software heißt nicht einfach nur, man schaltet ein Git-Repository von Private zu Public. Damit ist es noch nicht getan. Und deswegen diese zwei, drei Aufgaben, die man berücksichtigen sollte. Während der Konzeption braucht es sicher einen Grundsatzentscheid. Ist eine Software, die geschaffen werden soll, als Open Source zu veröffentlichen oder nicht? Das kann gesamthaft sein, das kann aber auch auf Individualkomponente entschieden werden. Dann braucht es einen Lizenzentscheid. Welches ist die passende Lizenz? Die beiden Fallbeispiele, die wir bei den Fallbeispielen, die ich gezeigt habe, kommen zum einen die MIT-Lizenz ins Spiel und zum anderen die BSD-3-Clause-Lizenz, also unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Lizenzen. Man sollte sich eine Veröffentlichungsstrategie überlegen, wofür wird die, die Software veröffentlicht und wie wird das geschehen und danach auch eine Strategie definieren, wie diese Software unterhalten wird, sobald sie veröffentlicht wurde. Während der Realisierung benötigt es eine passende Architekturwahl zu, wie die Software nachher veröffentlicht und unterhalten werden soll, eine passende Infrastruktur, welche Plattformen und wie wird damit umgegangen, eben das saubere Kommentieren des Quellcodes, Dokumentieren der Architektur und der Komponente sowie das Dokumentieren der Installation und Entwicklungsanleitungen. Und dann bei der Einführung das Dokumentieren und Veröffentlichen der Benutzerinformation, einen Prozess haben, um Fragen und Anregungen beantworten zu können, einen Prozess haben, um Beiträge und Probleme integrieren, respektive bearbeiten zu können und schlussendlich auch das Ankündigen und Bewerben einer neuen Software bei den Interessegruppen. Nur weil die Software jetzt Open Source ist, heißt das noch nicht, dass sie die Leute finden. Das heißt, einen aktiven Beitrag zu leisten, dass ein neu geschaffenes Angebot, wie jedes andere Angebot, dass dies auch prominent bei den entsprechenden Benutzergruppen platziert werden soll, beworben werden soll, darf man nicht vergessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Benjamin, für diese Ausführung. Der Designer drückt durch, du hast wunderschöne Slides. Chapeau. Frage. Du hast jetzt die letzten 10 Jahre solche Situationen erlebt und deine Erfahrungen jetzt gesammelt. Zwei Fragen. Was sind die Hürden, wenn du ein Gegenüber überzeugen musst dafür? Wer sind die mit den größten Vorbehalten? Und hat sich das verändert die letzten 10 Jahre?
Also die mit den größten Vorbehalten, die kommen aus der Privatwirtschaft, die kommen nicht aus der öffentlichen, aus dem öffentlichen Sektor. In der Privatwirtschaft scheint es schwieriger zu sein, die Gründe dafür zu finden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch vom öffentlichen Sektor sicher einen stärkeren Zuwachs gesehen, dass Open Sourcing quasi bereits Teil der Ausschreibung ist oder während der Projektarbeit quasi thematisiert wird und dann entweder ein Meinungswechsel oder einfach erst einmal ein Bewusstsein geschaffen wird, das könnte man, und man diskutiert über die Vor- und Nachteile und erreicht dann quasi so wie einen Entscheid. Aber ich habe das Gefühl, wie mittlerweile ist weniger Aufklärung und weniger Gründe suchen wichtig. Ich habe schon das Gefühl, dass dies in einem Bewusstsein da, also dass es diese Option gibt, oder? Und dass gewisse Vorteile darin gesehen werden. Was vielleicht auch Teil des Vortrags ja sein soll, ist auch zu sehen, dass es halt dann auch versteckte Aufgaben mit sich bringt. Für die Vergabestelle? Für die Vergabestelle, genau. Und was bedeutet das? Ist das aufwendig? Ist das viel? Oder kann man das dann auch dem Lieferanten überlassen, dieses Open Sourcing zu betreiben und zu betreuen? Ob das dem Lieferanten überlassen wird oder ob das dann in-house gemacht wird, spielt wie quasi keine Rolle. Aber wichtig ist, dass es jemand macht. Oder dass Open Source Software einfach da ist und dann verrottet quasi. Das wäre das Schade. Ich habe das Gefühl, die Aufwände sind im Sinne der sauberen Kommentierung, umfassender Dokumentation und so weiter. Das ist gute Softwareentwicklung ohnehin. Das heißt, das gehört eigentlich mit dazu. Es gibt einige Aufgaben, die wahrscheinlich mehr Aufwände generieren, die getätigt werden müssen. Bestens. Jetzt gebe ich das Mikrofon ins Publikum. Fragen? Da ist eine erste. Sie haben gesagt, dass zuerst ein Grundsatzentscheid gefällt werden muss, ob Open-Source-Software beschafft werden soll oder nicht. Meine Frage ist, können Sie sich auch vorstellen, dass in einer Beschaffung das bei der Ausschreibung noch nicht klar ist und unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Ansätzen anbieten könnten? Ich glaube, wenn es nicht klar ist, gehen wahrscheinlich die meisten Anbieter davon, also die meisten Dienstleister davon aus, dass es nicht Open Source gemacht wird. Entsprechend wird wahrscheinlich keine Aufwände eingeplant, oder, für das Open Sourcing. Das könnte halt dann quasi wie dazu führen, dass während dem Projekt sowie ein Change Request entsprechend gemacht werden müssen. Wenn man quasi während der Entwicklung merkt, hey, da gibt es einzelne Komponenten, die wären sinnvoll zu veröffentlichen, lass uns die veröffentlichen, muss man einfach ein Gespräch führen darüber, okay, welche Aufwände generiert das und wie stehen die im Gesamtverhältnis. So, aber das ist absolut der Fall, dass dies passiert. Also, dass zu Beginn noch nicht klar ist, vielleicht gar nicht thematisiert wird, also nicht dafür oder dagegen entschieden wurde und dass das dann der Appetit beim Essen kommt, oder? Also, dass wenn Dinge geschaffen werden, wo man merkt, hey, die könnten für andere Ämter, für andere Behörden, für andere Organisationen Sinn machen, dass man sich dann dafür entscheidet. Und dann, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man ehrlich miteinander ist und sagt, okay, da kommen mehr Aufwände auf uns zu, bei der Realisierung, wir brauchen nachher beim Betrieb. Und wie sind die handzuhaben? So sehe ich, aber sonst sehe ich eigentlich da nicht, dass das irgendwie ein Problem aufbringen würde. Vielleicht noch eine Zwischenfrage von mir. Jetzt beispielsweise das deutsche Kanzleramt. Ja. War man da dann stolz, dass andere die gleiche Software gebrauchten? Oder war das eher, ja, so meinten wir das dann doch nicht. Also das ist es. Ja, also die waren zum einen, da war es ganz klar Anforderung zu Beginn weg. Was für uns etwas überraschend war, aber geschätzt. Also das war eine sehr positive Überraschung. Der Aufwand auch des Open Sourcing hat sich da sehr in Grenzen gehalten, weil eben quasi sauber dokumentiert, dann auf öffentlich geschaltet, aber kein großes Hausieren, kein großes Bewerben. Und nichtsdestotrotz eben hat die Republik gewisse Aspekte zur Weiterverwendung dann darin gefunden und eingesetzt. Und das macht schon, also das macht, ich hoffe, Anbieterschaft stolz, aber das macht sicher auch Dienstleisterschaft stolz. Weitere Fragen? Da ist eine. Herzlichen Dank. Also
aus der Antwort von Gade schließe ich auch, dass es grundsätzlich möglich ist, zum Vornherein im Rahmen einer Ausschreibung ausschließlich eigentlich Open Source Software im Rahmen der Realisierung dann zu verlangen. Also, schließt man damit nicht sozusagen proprietäre Software zum Vornherein aus? Kann man das machen? Also das wär für die Frage so wie proprietäre oder Open Source Standardsoftware zu beschaffen, ist das richtig? Aha, dazu weiß ich leider zu wenig, weil wir Individualsoftware entwickeln. Da möchte ich ganz kurz Thomas schon vor. Ja, ich betrachte das gerne kurz aus einer juristischen Sicht. Ich finde es schon heikel vorzugeben, dass eine beschaffte Software Open Source sein muss, weil es doch eine Einschränkung des Wettbewerbs ist, die im Einzelfall sehr gut begründet sein müsste. Also die Beschaffungsstelle müsste schon aufzeigen können, dass ihr spezielles Bedürfnis nur mit Open Source Software gedeckt werden kann. Das möchte ich nicht ausschließen. Mir fällt aber jetzt kein Beispiel ein. Ich würde einer Beschaffungsstelle eher empfehlen, das Bedürfnis allgemeiner zu formulieren, also eine Software, die möglichst wenig Abhängigkeiten vom Hersteller generiert. Das kann man mit Open Source sicherstellen bis zu einem gewissen Grad, aber auch, wie wir gehört haben, mit anderen Maßnahmen. Bestens weitere Fragen? Da hat es doch noch einige. Dankeschön. Mich interessieren die Abhängigkeiten bei Open-Source-Projekten. Ich habe Open-Source, aber mein Partner passt mir aus irgendeinem Grund nicht mehr. Übernimmt eine andere Firma dieses Open-Source-Projekt auch zum Beispiel, auch wenn es gut dokumentiert sein sollte, was meiner Meinung nach praktisch nie der Fall ist? Ja, das ist, also ja, das ist eine hervorragende Beschreibung der Realität. Software wird entwickelt, basierend auf gewissen Bedingungen, aber auch basierend auf gewissen Präferenzen, oder? Und die Entwicklung der einen Firma, wie das entwickelt wurde, passt vielleicht der Entwicklung der zweiten Firma nicht. Und entsprechend würden sie vielleicht eher empfehlen, das neu zu machen. Ist eine Realität. Aus meiner Sicht ist es nicht ein Argument quasi dagegen, die Software als Open Source zu veröffentlichen, aber es ist so wie ein Reality-Check, dass nur weil es Open Source ist, ist es nicht automatisch, dass dann nachher hunderte andere Firmen mit dieser Software, also diese Software einfach nehmen und stringent weiterentwickeln. Also ich verstehe das Problem absolut. Eine Frage zur Abhängigkeit vom Support, also Beispiel Bundeskanzleramt nochmal. Das wird weiterentwickelt. Die Anfragen, wer bezahlt dann letztendlich die Anfragen, die aus der Open Source Community kommen zu dem Softwareprodukt? Also wie lange bin ich abhängig und ich muss ja dort entsprechend auch Ressourcen und Budgets einplanen. Genau, also ja, das ist eben einer der wichtigen Punkte, die ich sehe, für den Betrieb, also für den Unterhalt quasi der laufenden Software selbst. Dazu kommt eigentlich noch so wie der Unterhalt des Open-Source-Software-Repositoriums, wo eben dann Anfragen, Pull-Requests und so weiter verarbeitet werden müssen. Aus meiner Sicht gehört das in einen Maintenance-Vertrag hinein, also dass man quasi die Maintenance für den Betrieb der laufenden Software, wie aber auch quasi das Pflegen des offenen Quellcodes gewährleistet und das entsprechend da ein Budget on demand oder so, je nach, wenn man vielleicht mal die Größenordnung versteht, dass man dafür ein entsprechendes Budget hat. Aus meiner Sicht ist das quasi am besten getan durch den Dienstleister selbst und in der Zahlungsverantwortung aus meiner Sicht von der Beschaffungsstelle. Da war noch eine Hand, genau, das wäre dann die letzte Frage. Ja, vielen Dank. Ich nehme an, SIMAP gehört zum fast zum Frühstücksfernsehen oder zumindest zu Ihrem Morgenkaffee. Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie, ob Sie ein Angebot einreichen oder nicht? Also welche Kriterien sind zentral für Sie, um zu sagen, okay, da habe ich eine Chance oder da habe ich gar keine Chance? Worauf schauen Sie? War nur eine Frage. Nein.
ich versuche, was ist eine sinnvolle Antwort? Also auf der einen Seite arbeiten wir, das ist richtig, dass wir für den öffentlichen Sektor arbeiten, aber es ist eher quasi im unteren Prozentsatz unserer gesamten Arbeit. Ich glaube, die wichtigsten Aspekte für uns, weshalb wir eine Einreichung machen würden, ist, wenn das fachlich sehr gut zu uns passt. Und wir arbeiten sehr stark an datengetriebenen Produkten. Das heißt, sobald das weiter weg von unserer fachlichen Kernkompetenz geht, macht das für uns eigentlich keinen Sinn. Wir sind ein Team von 15 Personen. Das ist, wir haben nicht die Kapazität wie andere Firmen. Entsprechend genau, macht es für uns keinen Sinn, für zu viele Projekte so wie in den Ring zu steigen, um uns dafür zu bewerben. Also wir versuchen eigentlich wir haben einen sehr schmalen Fokus für Ausschreibungen, die für uns sinnvoll sind, respektive wo wir glauben, dass wir einen sinnvollen Partner sind. Also ich glaube, so die fachliche Kongruität zu dem, was wir anbieten und zu dem, was gewünscht wird, ist für uns das wichtigste Entscheidungskriterium. Besten Dank. Noch einmal herzlichen Applaus für Benjamin Wiederkehr. Vielen Dank.